Was geht ab, Leute? Willkommen zurück in der virtuellen Realität. Heute zocken wir Mr. Hackjack Robot Detective. Wie der Name schon sagt, ist das ein Detektivspiel. Das heißt, wir sind ausnahmsweise mal nicht am Rumballern, sondern wir müssen uns tatsächlich Sachen überlegen, um Fälle zu lösen, Mordfälle und sowas. Und ich kann euch schon sagen, einige der Spiele sind gar nicht mal so einfach. Also es sind auch ein paar Minispielchen dabei. Aber das Spiel ist sehr cool gemacht. Ich bin der Wudeberg, gibt es Hardware-Tests, Gameplays, News und Events zum Thema VR und AR. Und ich möchte mich bedanken bei meinen offiziellen Patreon-Sponsoren Woodghost VR, Danke Gamer, auch bei meinen Events und Peter Wasmeier. Viel Spaß mit dem Spiel und los geht's! Voodoo.de. So Leute, willkommen im Spiel. Und der sieht aus wie so ein Polizist, oder? Chief Morrison, Jack, Hackjack, next. Northville Cheapest Detective. Guck mal, was ich hier für Dinger habe. Was geht ab mit dem? Hallo? Das war übelst laut. Ja, das kann man nicht leiser machen. Okay. Was ist jetzt mit dir? Let's cut to the chase. You're well aware that crime in Norway is going up. Kriminalität wird höher, oder was? Und wir sind unterbesetzt und so, ne? Ja. Ho! Und wir sollen denen helfen. Können wir machen, oder? Und das war keine Frage, das war ein Befehl. Okay. Wir senden jetzt jemanden in unser Büro, der uns erklärt, was abgeht. Cool. Na dann. Tja, das ist ja cool. Oh, guck mal. Jawohl, German. Neue Mission. Was ist denn? Dankeschön. Ja. Machen wir mal, oder? Hier. Cool. Jack in der berüchtigten Mafia-Kneipe gab es eine Schießerei. Es gibt offenbar zwei Opfer. Am Tatort wartet ein D-Pad auf dich. Hol es ab und dann komm zum Eingang. Ich warte da. Oh. Wir müssen hier Sachen untersuchen, ne? Ja. Teleportiere dich herum, indem du den Stick auf den Controller hältst und loslässt. Hä? Ah! Was denn? Cool. Was ist denn das? Deine Hololupe ist daran... Aha. Sieh mit dem rechten Trigger in die Hand. Scanne den Boden vor dir ab mit der Hololupe nach. Verstanden. Huch. Jetzt. Gut, jetzt suche nach zwei weiteren Hinweisen in deiner Nähe. Wie kann man das hier zumachen? Kann man das zumachen? Nein? Ich weiß nicht, wie das nervt mich. Kann man das nicht zumachen? Na gut. Ah, guck mal. Du brauchst keine Angst zu haben, deine Hololupe zu verlieren. Sie findet automatisch zu deinem D-Pad zurück. Okay. Da. Mit dem Schalter am unteren Rand des D-Pads kannst du einige Einstellungen anpassen und in dein Büro zurückkehren. Genau. So, und jetzt können wir... Irgendwie, also. Ziele mit deiner rechten Hand auf das Türschild und drücke den rechten Trigger, um zu helfen. Komm zu mir und sprich mit mir. Cool. Hi! Wieso kann man dieses Scheißding hier nicht. Junge! Boah.
Das nervt mich ja. Überprüfen wir erstmal, ob du die Gedächtnissimulation noch so gut beherrschst wie früher. Okay. Synchronisiere das Gedächtnis. Aha. So ein Minispielchen. Unschuldiger Zeuge ist unbeschadet geflohen. Aha. Fallfortschritt. Aha, wir haben einen Fallfortschritt. Guck mal hier. Was haben die? Willst du meine Hohllupe sehen? Oh, ich habe... Habe ich die etwa verloren? Was sagt der? Mein Kollege Jared hat unsere verloren. Kannst du uns helfen, hier nach Hinweisen zu suchen? Ja, natürlich. Da hinten ist was. Oder? Verdächtige Flüssigkeit. Ist ja abgefahren. VIP-Lounge. Der ist unbeschadet entkommen. Krass. Guck mal, was geht denn hier? Oh, guck mal, der ist durch. Der hat's hinter sich. Hey, guck dir das an! Was ist das denn? Nicht genügend Energie? Und der? Huch. Oh, sorry! Das Opfer wurde erschossen. War er das Ziel oder war es nur ein Querschläger? Das weiß ich nicht. Ah, hier sind Batterien, aber wo kommen die? Ach, da! Okay, jetzt habe ich's. Jetzt. Analysieren. Nur Kollateralschaden, okay. Hä? Das ist ja lustig. Guck mal da. Aha. Opfer. War ein proteinbasierter Haustierverkäufer, der nur noch wenige Jahre von der völligen Obsoleszenz entfernt war. Sein Kumpel Robbie Scrap und er waren Stammgäste in Barry Wire. Okay. Hat sich mit einem der Opfer auf einem Drinkgenuss unbescheiden entkommen. Und nun? Zumindest ist er beim Trinken gestorben. Na klasse. Ah, okay. Was geht hier? Guck mal da. Ein Energiefeld verhindert, dass wir die Bühne betreten. Es muss einen Weg geben, zu ihr zu gelangen. Ich war ein Fan von ihr. Oh, nicht so wichtig. Ein Energiefeld. Ich schätze mal, das ist bestimmt dann... Können wir mal die Lupe, mit der Lupe gucken, ob hier irgendwas ist. Aber das sieht hier erstmal nicht so aus. Nee, ne? Nee. Sehr also lustig ist ja schon irgendwie, ne? Das hat was. Das ist mal was ganz anderes. Was ist eigentlich das hier? Warum fehlt hier die Hälfte? Merkwürdig. So, was geht hier? Hier ist nichts Außergewöhnliches, aber mit der Kasse können wir interagieren.
Hä? Minispielchen. Ha. Und jetzt? Schau an. Ein direktes Unternehmen für die Kasse kam mir doch gleich verdächtig vor. Ja, genau. Ah, schau an, schau an. Hier können wir auch dieses Energiefeld deaktivieren. So sieht's nämlich aus. Gut. Aber wir gucken hier mal, ob wir irgendwas finden. Hier ist aber anscheinend nichts, ne? Nee. Erstmal nicht. Nee, wir fragen mal den Kollegen hier. Ich habe die Position des Verdächtigen ermittelt. Hier. Ah. Cool. Gar nicht übel, was? Verdächtig. Aha. Mr. Bit Small Bites Sputnik ist ein Taugenichts aus dem 7. Distrikt von Norville. Er wurde mehrfach wegen Diebstahls belangt und zweimal wegen Overclocking-Schmuggels verhaftet. Na, okay. Was ist damit? Da hinten ist noch irgendwas. Hier, Disketten. Warum leuchtet das hier? Hier ist noch einer. Was sagt der? Ich untersuche gerade den Tatort nach möglichen Verbindungen zwischen dem Opfer und dem Verdächtigen. Ehering. Ah! Oh nein, jetzt haben wir es weggeschmissen. Hier. Yes. Cool. Ehering ist hier. Oh nee, Leute. Oh, ist das ätzend. Ich fasse es nicht. Also die Steuerung ist ein bisschen nervig, ehrlich gesagt. So. Und was noch? Liebesdiskette. So, eine. Zwei. Und das die dritte. Jo. Ha. Opfer und der Mörder hatten eine Liebesbeziehung. Ja, gut. Der Verdächtige und eines Opfer hatten eine Liebesbeziehung, zumindest anfänglich. Der Verdächtige wurde aber schnöde fallen gelassen, als der Tanzbot entschied, mit Don L. zu interagieren, einem berüchtigten Mafioso. Super. Hier ist hier irgendwas? Nee, ne? So, jetzt können wir nämlich unten mit dem Kollegen dann machen. Jetzt wollen die schon wieder. Ich hab doch schon nach Hinweis. Ah, Verdächtige. Was? 5 von 6? Es fehlt eine. Da! Ah! Haben wir. So. Und jetzt gehen wir mal hier hin.
Analysieren. Was? Ah, guck. Und die Waffe. Jetzt haben wir alles, oder? Die GM2 des deutschen Fabrikantes zu uns an Erstleistung. Diese Waffe. Ihre Tarnhülle aus Carbon beherbergt mehrere organische Elemente. Der Verdächtige hat zielsuchende Munition verwendet, die darauf programmiert war, das Opfer zu treffen. Das hat ja eher nicht so gut geklappt. Ja, machen wir mal, ne? Wir haben ja jetzt einiges an Beweisen. Und jetzt? Hä? Hä, das, wie jetzt? Ist das fertig? Scheint fertig zu sein. Hä, das ist aber ein komischer Abschluss jetzt, oder? Hm. Naja, scheint so zu sein. Das war so der erste Fall, ne? Also ich finde es ziemlich cool gemacht, Leute. Muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn ihr den zweiten Fall schauen wollt, dann guckt auf meinem englischen Kanal weiter. Da werde ich mich noch ein bisschen weiter über das Spiel informieren. Wir gehen jetzt aber mal zurück ins Studio und dann reden wir mal darüber. Mr. Hackjack. Ja, sowas brauchen wir für VR. Ist genehmigt. Voodoo approves. Ich hoffe, ihr habt das englische Video nicht gesehen. Da habe ich mich nämlich dezent zum Affen gemacht, weil ich dieses Wiederholungsspiel in diesem Auto nicht hinbekommen habe. Ich bin zu alt und zu blöd dafür. Das habe ich nicht hinbekommen. Aber allein diese Tatsache, dass du mal nicht wieder rumballerst, sondern schön mal so Hinweise und so kleine Minispielchen, das ist völlig in Ordnung. Und auch so lustig gemacht mit diesen Robotern. Ne? Also im Prinzip sind das ja alles ernste Szenen, aber dann wieder mit den Robotern irgendwie doch ein bisschen lustig. Detektiv spielen, absolut cool. Ist völlig genehmigt. Das kostet 12,49 Euro und das ist auch vollkommen in Ordnung. Das geht aber also nicht so lange. Ne? Also ich glaube 2 Stunden, dann hast du es hinter dir oder sogar noch weniger, 1,5 Stunden und dann ist es vorbei. Aber es ist wirklich mal was anderes. Es macht Bock. Ihr könnt es mit allen PC-VR-Brillen zocken. Der Index, ihr habt es gesehen, es hat gefunzt, Vive, Rift und Windows Mixed Reality. Und wir haben auch deutsche Texte, die auch wirklich gelungen sind. Ne? Das muss man auch sagen. Also, Leute, das war interessant. Ich hoffe, ihr zockt es auch mal, das lohnt sich. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, könnt ihr das gerne mal über die YouTube-Kanalmitgliedschaft machen. Da zahlt ihr 5 Euro im Monat und dann seid ihr YouTube-Kanalmitglied, dann habt ihr einige Vorteile und könnt zum Beispiel in meinen Live-Chats andere Symbole benutzen, wenn ihr da Spaß dran habt. Zum Beispiel einen Hund, der auf den Boden kackt. und so ein Zeug, ne? Das ist ganz witzig. Also könnt ihr mal überlegen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal in der virtuellen Realität. Haut rein. Ciao.